Ja, auf den ersten Blick liegt die Verbindung zwischen Wallraff und der Kölner Universität nicht auf der Hand. Aber tatsächlich hat die Universität Wallraff sehr viel zu verdanken. Zum einen war Ferdinand Franz Wallraff der letzte gewählte Rektor der alten Kölner Universität, bevor diese im späten 18. Jahrhundert in der Zeit der französischen Herrschaft geschlossen wurde. Auf der anderen Seite war er ein umtriebiger Modernisierer, ein Mann, der sich intensiv mit Universitätsreformen beschäftigt hat, der sich auch mit dem Verhältnis der beiden Universitäten Bonn und Köln beschäftigt hat, der dazu Reformschriften publiziert hat, die für uns wichtig sind. Also insofern ist Wallraff auch für uns ein wichtiger Bestandteil der Kölner Universitätsgeschichte. Durch das Projekt lebt Wallraff an der Uni noch einmal auf. Welche Erkenntnisse und Ergebnisse sind in den Lehrveranstaltungen gemacht worden? Gibt es thematische Schwerpunkte? Also generell muss man sagen, dass über 50 studentische Beiträge entstanden sind, die wir online publizieren, und zwar in diversen Tranchen, weil die Themen, die wir behandelt haben, ganz vielfältig sind und es, glaube ich, lohnend machen, dann in mehreren Schüben das Projekt zu veröffentlichen. Schwerpunkte waren zum einen die Frage der Sammlung: Wie entstanden die Wallraffschen Sammlungen? Wie haben sie den Grundstein der Kölner Museen gelegt? Darüber hinaus haben wir uns aber auch mit Themen wie Kunstraub, Rückeroberung erbeuteter Kunstwerke beschäftigt. Wir haben gearbeitet über Wallraff als Universitätsreformer und auch als Stadtreformer, der zum Beispiel mit dem Melatenfriedhof ein neues Gebilde und wichtiges Gebilde in der Stadt geschaffen hat, das jeder in Köln kennt. Das Projekt lässt sich in ganz verschiedene Forschungskontexte einführen. Zum einen war es ein Projekt, in dem schon früh junge Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen an das Online-Publizieren herangebracht werden sollten. Das war Klientel Nummer eins. Klientel Nummer zwei ist die Stadtöffentlichkeit und die Öffentlichkeit der Universitätsinteressierten, die hier ganz viele neue Aspekte des Wallraffschen Schaffens kennenlernen werden. Darüber hinaus, drittens, kann ich mir auch vorstellen, dass derjenige, der sich für die Sattelzeit um 1800 in Europa interessiert, davon profitieren wird. Und viertens haben wir ganz nebenbei, glaube ich, einen Beitrag dazu geleistet, die verstreuten Sammlungen Wallraffs über das digitale Medium zusammenzuführen. Und wir haben vielen Institutionen, aber auch Einzelpersonen zu danken, beginnend bei der Philosophischen Fakultät, die das Projekt unterstützt hat, der Universitäts- und Stadtbibliothek, aber dann gerade auch den Kultureinrichtungen, Museen der Stadt Köln. Ich nenne hier nur auszugsweise das Historische Archiv der Stadt Köln, das Kölner Stadtmuseum, das Wallraff-Richartz-Museum, das Rheinische Bildarchiv und so weiter und so fort. Und ich möchte auch nicht verschweigen, sondern mich extra nochmal bedanken dafür, dass der LVR, der Landschaftsverband Rheinland, unser Projekt großzügig finanziell unterstützt hat.